Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Valheim. Ich bin bei Mutti, beziehungsweise in der Basis unten in der Ebene, beziehungsweise in der Nähe der Ebene. Ich will jetzt hier heute hier rüberlaufen. Dazu ziehe ich mir mal diese Hose hier an. Das ist nämlich unsere Trollledertunika. Und wir laufen mal rüber in die Ebene. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Aber da müsste die Ebene anfangen. Was ist denn links davon? Ist auch der gleiche Wald, oder? Kann das sein? Wie der aussieht, oder? Sieht aus hier wie, mein Held sieht aus wie in, als hätte er Leggings an. Weißt du, oben die massive Rüstung und unten so, oh, ich bin geschmeidig. Gut. Sollten wir eventuell Waffen? Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Rennen wir mal rüber und gucken mal, was hier drüben ist. Weil wenn hier genauso Wald ist, ist das gar nicht so schlecht als Basis, oder? Ja. Guck mal, wie das ausschaut. Der Held in Strumpfhosen. Schöner Screenshot. Komm, den nehmen wir mit. Ne? Der Wasserläufer. Sexy. So, schnell Interface wieder einblenden, damit wir sehen, wann wir sterben. Guck mal, siehst du mal am Tag hier diese Spinnenweben-Dinger da. Ganz schön eklig, ne? Guck mal, hier hätten wir auch Edelholz für unser Portal gehabt. Das müssen wir ein bisschen aufpassen. Da sind sie nämlich schon. Deathkitos. Ein Zweier Deathkito, da hast du dann richtig Laune. Warte mal, wir machen mal andere Pfeile hier drauf. Die Holzpfeile langen da aus. Okay, für den Moment entschärft, aber das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Wollen wir uns hier direkt ein Portal hinstellen? Oder machen wir es auch in den Dunkelwald? Bin mir da gerade ein bisschen unsicher. Bisschen vorsichtig machen, weil wir hier mit die Stacheln. Können wir schon mal mitnehmen. Da ist ein Deathkito. Und da drüben, da ist auch einer. Oh, da hat was Lilanes fallen lassen. Da gehe ich doch mal schnuppern. Müssen uns... Oh, da ist ein Troll. Ja. Schwierig. Ganz schon gesehen. Der wird uns aber sehen, wenn wir hier sind. Warte mal. Komm, wir versuchen den zu bekämpfen. Hm, okay. Sind hier noch mehr von den Kollegen? Genau, die Hose umziehen. Gibt einfach ein bisschen mehr Schutz, wenn wir hier kämpfen. Da ist noch ein Deathkito, fast nicht gesehen. Boah, warte mal, habe ich jetzt... Jetzt habe ich die Giftpfeile drauf. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne das Lilane holen und hier das Gelbe. Ah, das sind auch Moltebeeren. Geil, da können wir uns die großen Ausdauertränke machen. Ist halt die Frage, ob wir die Basis lieber in den Dunkelwald stellen, weil hier werden im Zweifelsfall permanent die Deathkitos vorbeikommen. Noch ein Silberschild. Also ob wir das hier lieber an den Rand setzen. Da haben wir einen Kobold. Mal da hoch auf den Berg, oder? Dass wir ein bisschen Überblick kriegen. Da ist ein Deathkito. Ich hab Summen gehört über den... Oh, warte mal. Oh, fuck. Da ist einer. Du wirst gejagt? Wie, du wirst gejagt? Nee.
Du fängst an zu frieren, aber das ist nur der normale Frost, ne? Ich muss die Pfeile wechseln. Die kommen ja nicht ins Wasser, oder? Ihr kommt nicht ins Wasser. Doch, ihr kommt ins Wasser. Ihr schwimmt sogar im Wasser. Aber sehr langsam. Das ist mein Vorteil. Wo ist er? Shit, jetzt komme ich da nicht ran. Gut, ich komme wahrscheinlich ran, wenn ich diese blöde Hose nicht anhab. Ich dachte, die greifen immer nur dann an, wenn man irgendwo eine Basis hat. Ach, weißt du was, leck mich am Arsch. Ich bringe das ganz kurz mal weg. Ich bringe mal ganz kurz den Kram, den ich hier habe, in Sicherheit. Oder kann ich nicht eine Kiste aufstellen? Komm mal da. Da ist er. Da ist er. Warte. Ich sehe nichts. Mach mir einer Licht an. Oh, da sind mehrere Wölfe. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Wolfshorde. Oder ein, wie heißt das? Eine Welle. Okay, wir bauen uns hier was am Rand, wa? Als Übergang. Zack. Moltebeeren können wir uns... Wow. Guckt euch das mal an. Legendäres Super-Irgendwas-Schild haben wir da gerade bekommen. Wir sollten uns auf jeden Fall gute Ausdauertränke machen für die Ebene. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir hier erstmal eine kleine Basis? Oder was machen wir? Ich bin ja kaum in die Ebene reingelaufen. Auf der anderen Seite haben wir halt gegenüber eine Basis, ne? Aber ohne Hose, wenn wir die verlieren? Hm. Dann machen wir folgendes. Die Hose da rein. Die Schilder würde ich gerne mit rübernehmen. Schwarzmetall können wir eh nicht mit rübernehmen. Moldebeeren können wir mit rübernehmen. Wo machen wir unsere Basis hin? Kann man die auf so einem Baum hochmachen? Kann ich mich in den Bäumen hochbauen? Geht das? Stimmt, wenn ich sterbe. Ja gut, wenn ich sie bei habe, ist eh blöd, ne? Dann müsste sie drüben ablegen, die Hose. Das heißt, ich müsste hier ein Portal setzen. Na gut, ich kann rüber schwimmen. Doch, ich kann... Ah ne, das schaffe ich nicht von der Ausdauer. Mist. Und nu? Doch eine kleine Basis basteln, wa? Ja, doch, wir basteln eine kleine Basis. Sonst geht meine Rechnung hier nicht auf. So ein kleines Portalhäuschen, was ein bisschen gesichert ist. Wir bauen ja auch ein Haus, was dicht ist, damit die Mücken da nicht reinkommen. Ne? Okay, dann machen wir hier irgendwo das Tor. Oh, kein Holz mehr. Gut, pass auf. Dann bauen wir jetzt hier das Portal hin. Setzen das hier in die Ecke. So. Und ich hole mal ganz schnell Holz. Oder ein Schiff aufs... Stimmt, wir könnten ein kleines Schiff hinbauen, ne? Das ist eine gute Idee. Wir können so ein kleines Schiff hinbauen. Da kann man hin und her fahren. Aber jetzt geht's ja erstmal. Boah, ich muss... Der Raum brennt! Der Raum brennt! So, pass auf. Silberschild. Haben wir hier eins bekommen, was anscheinend irgendwie... Reduzierung physischer Schaden 10. 4,5 Gesundheitstick.
Gesundheit plus 25 und Elementarschadenreduzierung. Wow. Ein 75er Blockwert. Na gut, das haben die alle anscheinend. Wow. Ja, der Rest ist gleich. Das ist wirklich nur unten das. Was hat denn das hier? Reduzierung des physischen Schadens 6. Parieren 18, aber auch nur gesundheitskritisch. Und unseres hat 17. Okay, aber es hat 10% Frostschäden und Feuerschäden. Also es ist schon echt nicht schlecht. Aber Gesundheit plus 25, ne? Das ist natürlich... Uiuiuiui. Das ist mal ein richtig gutes Schild. Aber jetzt erstmal lassen wir das so. Lassen wir erstmal hier. Holz wollte ich besorgen. Siehst du? Dreimal. Jo, geht dreimal. Ah, die Gesundheit 25 bringt nichts auf dem Schild. Ah, okay. Gut zu wissen. Regie sagt, bringt nichts. So, erstmal nach Mücken Ausschau halten. Gut, zur Not kann man hier flüchten, wenn hier was passiert, ne? Achso, warte mal. Wir wollten ein Tor einbauen, ne? Wo machen wir das Tor denn? Oder machen wir das hinten raus? Ich glaube, machen wir hinten raus. Ist vielleicht sicherer. Okay. Wir wollen ein kleines Hütchen hier noch hinbauen. Warte mal, gehen wir noch eins raus. Zack. Zack, den Stein machen wir weg. Und das können wir später noch größer bauen dann. So, so. Habe ich das eingeknickt? Ach, das habe ich eingeknickt. Alles klar. So, dann machen wir hier zwei und dann machen wir zu, oder? Ja. So. Müssen wir eh noch geschickter bauen, aber jetzt bauen wir erstmal uns hier was hin. Ich habe nichts zum Gras wegmachen, ne? Ist ja auch blöd. Egal. Ne, ich hole das gerade. Wenn wir die Zeit. Hake drin. Und noch hier bestimmt noch eine drin, ja. Wir müssen uns halt eine schöne Basis suchen. Nur erstmal als Grundversorger machen wir uns hier so ein kleines Hütchen hin, was auch gegen Mücken vor allen Dingen gesichert ist. Weil das ist ja das größte Problem mit den Mücken. So. Ist jetzt egal, ob wir kultivieren oder Dings, wird beides platt. Machen wir hier ran bis da oder machen wir es so? Nö, so. So ist gut. Eine ran. Warum nicht? Jetzt rastet der ein, ne? Ja. So, Fenster brauchen wir nicht, weil sonst haben wir gleich wieder Besuch. Das ist dann auch doof.
machen wir uns hier erstmal so eine kleine Sicherheitsputze. Ja, das Tor sitzt ein bisschen dumm. Aber wir machen sowieso nur eine Tür. Ich weiß nicht genau. Das Tor müssen wir nochmal aufbauen. Ja, was habe ich jetzt aufgebaut? Jetzt habe ich die Wand zugemacht, ne? Kann das sein? Ja, habe ich den Einlass gewährt. Ich will das Tor abbauen. Jetzt haben wir es doch. So. Wie kriegen wir das denn zu? Da müssen wir die Dinger hier nehmen, oder? Perfektes Wetter, um hier zu bauen. Ich sehe halt gar nichts durch das Portal. Ey, ich sehe nichts. Wie soll ich das hier positionieren, wenn ich nichts sehe? Warte mal, F10. Genau. Da oben fehlt noch einer, oder? Ja. Oh, kein Holz mehr. Nicht dein Ernst. Stimmt, Schwarzmetall in die Tasche, dann hätte ich es deaktiviert. Das wäre natürlich eine gute Nummer gewesen. Das stimmt. Holz. So, ich baue das jetzt gerade nur fertig. Und dann gehe ich ins Bett. So. Da. Kann ich das irgendwie? Das ist richtig. Komm, raste ein. Jo, perfekt. So, die werden ja hoffentlich nicht hier reinkommen, oder? Die Mücken. Deswegen habe ich das Ganze so gebaut, damit das halt hier zu bleibt. So. Goodie. Die Kiste müssten wir eigentlich drinnen nochmal richtig aufbauen. Das passt, das passt. Das Moltezeug nehmen wir mit rüber. So, jetzt hört es auch auf zu flaggern. So, Schwarzeisen lassen wir da. Und die Hose brauchen wir eigentlich hier nicht. Die können wir mit rübernehmen. Vor allem Safety first, ne, bevor hier irgendwas passiert.
So, packen wir die Hose wieder hier ins Waffen, ins Rüstungsarsenal rein. Ach, wir haben einen Helm bekommen. Mit Rüstung 17 und Regeneration. Shit, und ich habe so viel Silber schon aufgebraucht. Naja, wir haben hier noch ein paar Silberschilder und so weiter, die wir auseinandernehmen können, ne? Das können wir eigentlich dann gleich umcraften am nächsten Tag. Können wir den Helm noch ein bisschen upgraden. Oh Mann, so viel zu tun. Ein bisschen in die Ebene, ein bisschen Häuschen bauen und schon ist eine Folge zu Ende mit fast 20 Minuten, ne? War das noch nicht zu Ende, aber annähernd. Unfassbar. Ja, man könnte in der Mod könnte man den Recycle-Faktor hochstellen, aber ich habe es ja absichtlich so drin. Das ist ja Absicht gewesen, das so zu bauen. Wie viel Silber haben wir denn noch? Na gut, wir haben auch genügend Silber, ne? Langt ja vielleicht sogar. Upgrade. Drachenhelm Stufe 1. So, haben wir als Ersatz. Und vor allen Dingen, genau, ich werde jetzt sowieso, wenn man sieht, was jetzt schon gedroppt ist, werde ich ja mit Sicherheit so viel Silber noch bekommen, dass das obsolet ist, ob ich jetzt hier das mit 1 zu 2 auseinanderlege oder höher. Gut, dann gucken wir mal wegen dem Ausdauertrank. Den werden wir nämlich auf Sicherheit brauchen. Ausdauer, Mittel. 10 Honig, 10 gelbe Pilze. Da werden wir gleich mal 2 ansetzen. So. Wunderbar. Und die Moldebeeren auf Vorrat hier rein. Sehr schön. Goodie. Dann gucken wir mal nach den Schweinen. Wir müssen uns halt irgendeine Stelle für eine schöne Basis suchen. Wie sieht's aus? Bist du noch sauer? Zahmheit 73. Oh, du bist noch sauer. Alles klar, ich hab's verstanden. Ist ja gar kein Problem. Können wir mal drüber reden. Ich frage ja nur freundlich. Geht die Sau voll ab. Achso, warte mal, ich wollte die Samen hier wegsetzen. Die Rüben sind auch fertig. Sehr gut, mache ich ein andermal. Und das Holz nehme ich mit rüber. Ach, mit Woldebeeren gibt es noch einen anderen Trank, echt? Habe ich noch was anderes? Ne, das ist der sehr gesund. Warte mal, das ist der sehr gesund. Das haben wir schon. Was war denn mit Moldebeeren noch? Mittel. Und? Hä? Ich kann nichts anderes herstellen. Was meinte der Chat? Großer Trank mit Moldebeeren? Bisher kann ich nichts anderes. Ne, Moldebeeren ist das Einzige, was ich kann, ist diese mittlere Ausdauer. Die habe ich ja jetzt hergestellt. Aber mehr kann ich noch nicht. Gut, das fermentiert ja da sowieso vor sich hin. Dann gucken wir nochmal in der Ebene ein bisschen rum, was uns da noch erwartet, ne? Ein bisschen was haben wir noch. Achso, mal reparieren wäre eine gute Nummer. Und wir müssten Federn besorgen für Pfeile. Eigentlich ist das blöd mit dem Tor hier, weil, ja, das werden wir umbauen gerade mal, weil sonst gehen ja beide Türen gleichzeitig auf. Das macht ja gar keinen Sinn. Wir machen das hier ein bisschen sicherer.
So, dann machen wir hier das so und machen hier eine Tür dran. Und hier die Palisade. So, geht das so? Gucken, ob ich da durchpasse. Nee, passe ich nicht. dann müssen wir die ein bisschen versetzt machen. Geht das so? Kommt hier was durch? Nee, ich glaube nicht, ne? Ja, so ist besser. Weil dann habe ich so einen zweistufigen... Ne, da geht die andere Tür nicht automatisch auf, wenn ich hier rüberlaufe. Ja. Das ist besser. Man könnte natürlich auch... das so ein bisschen abschotten hier. So. Dann kann das hier raus. Ja, das ist gut. So machen wir das. Gut, Frühstück. Achso, kann ich nicht. Alles klar. Billo-Pfeile drauf gegen die Mücken. Guck mal, da vorne das Schild holen wir uns mal. Problem ist, dass man die Mücken so schlecht sieht gegen die Sonne. Da gibt es auf jeden Fall schon mal Lochse. Aber die werden wir als Futterlieferant nehmen. Oh, das dachte ich schon. Oh. Ey, ich wollte dich... Oh Gott, jetzt kommt der. Ey, warte mal. Lässt er mich in Ruhe? Ja, lässt mich in Ruhe. Ich wollte eigentlich die... Oh, da ist auch wieder eine Mücke. Hä? Gegen was kämpft? Ist das noch an mir interessiert? Es ist noch an mir interessiert. Oder sind es vielleicht Freunde, die Tauben und die... Die Tauben und die Lochse. Dass sie sich gegenseitig beschützen. Könnte sein, wa? Tja. Ich will nur keine Mücke übersehen. Da habe ich nämlich irgendwie dann gar keinen Bock drauf. Da ist einer. Wo ist er? Hä? Ist aber weit weg. Gibt es überall noch Moldbeeren? Ist natürlich optimal. Konnte man auch so essen, oder? War das nicht so, dass die auch so gar nicht so schlecht waren? Oh, da ist eine Mücke. Fast übersehen. Ein Wolfszahnspeer. Das klingt so, als könnte man da Wolfszähne draus bekommen. Wäre ja auch nicht so schlecht. Hier ist voll die Senke, da ist nix. Wie viel haben wir denn eigentlich? Boah, sind schon bei einer halben Stunde. Okay, pass auf. Ich gehe nach Hause, sortiere mich ein bisschen und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Es war schön mit euch. Und den Mücken und den Lochsen. Und Sprinten 58. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.